Hallo meine Lieben, ich bin's, Irene aus dem Bastelzimmer. Ja, ich habe heute eine neue Broschüre, exklusiv für neue Kunden, Neueinsteiger, die Stampin' Up! Halt noch nicht kennen, die gar nicht wissen, was man damit machen kann mit den tollen Materialien. Und in dieser Broschüre sind ein paar Ideen, wie man als Einsteiger an das Stempelhobby rangehen könnte. Es sind aber auch ein paar Produkte drin, die noch nicht im aktuellen Hauptkatalog enthalten sind. Und diese Produkte werde ich dir mal vorstellen. Falls du jetzt auch noch Zeit und Lust hast, dann abonniere doch am besten nochmal meinen Kanal und aktiviere die kleine Glocke, denn dann wirst du immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. So, und jetzt starten wir mal mit der Broschüre Kreativität erleben. Also, hier geht es eigentlich darum, dass Kunden, Menschen, Bastler, die Stampin' Up! Nicht kennen, einfach mal wissen oder nachlesen können, was das ist und was man mit den Sachen machen kann. Es sind Beispiele mit dabei. Hier wird ein Kartenset vorgestellt. Da sind alle Materialien schon drin enthalten, um diese Karten zu basteln. Also ein Stempelset, Stempeltinte und so weiter. Das werde ich auch in einem extra Video nochmal vorstellen. Wenn das soweit ist, dann werde ich das jetzt hier auch nochmal verlinken. Das kommt, wie gesagt, nächste, übernächste Woche. Und hier ist nochmal eine Beispielseite mit einem Set, was im Katalog ist. Da gibt es ja auch eine passende Anhängerstanze zu. Aber dann kommen wir mal zu dieser Seite. Hier ist ein brandneues Set zum Thema Meine Magnolien. So sieht das aus. Das ist ein kleines Stempelset mit 6 Motiven da drin. Und das Besondere daran ist, dieses Stempelset, das passt perfekt, ich lasse das mal kurz liegen, zu unserem großen Stempelset Magnoliengruß. Das ist ja dieses riesige doppelte Set, wo es auch passende Stanzformen dazu gibt. Und das gefällt mir natürlich super gut. Ne? Das ist jetzt nochmal die perfekte Ergänzung zu diesem großen Stempelset. So, der Preis liegt bei 17 Euro, finde ich jetzt auch noch moderat, weil wir haben 3 Sprüche damit da drin und 2 Magnolien und ein Blatt, was da noch so als Deko rangestempelt werden könnte. So, dann geht es noch mal weiter. Hier ist ein, ich sage jetzt mal, ein fröhliches Stempelset. Das ist natürlich toll für Kunden, die jetzt einfach mal eine Einladungskarte machen wollen oder jemanden zum Geburtstag gratulieren wollen, die können mit diesem Set und 2 Stempelfarben schon ganz viel machen. Und dann gibt es noch ein drittes Stempelset. Das ist dies hier. Das ist gedacht für die Leute, die gerne kolorieren, die ein bisschen ausmalen. Stampin' Up! Empfiehlt dazu Aquarell-Buntstifte. Ich sage ja immer an der Stelle, gerade wenn man es vielleicht als Neueinsteiger macht, man kann auch einfach erstmal Buntstifte nehmen, um zu kolorieren. Ne? Da kann man bei den Kindern mal gucken und nimmt Buntstifte, malt das hier aus und das Thema ist erledigt sozusagen. Also mein Tipp, und das werde ich auch machen, ich habe es jetzt noch nicht benutzt, das Stempelset, aber ich werde das dann machen. Ich werde mir die Sprüche hier unten vorsichtig abtrennen. Die sind alle auf Englisch und das gefällt mir immer nicht ganz so gut. Und wenn ich mir die abtrenne, dann bin ich flexibler und ja, kann es später, wenn ich unbedingt will, ja trotzdem wieder mit dem Spruch verwenden. So, und ich habe ja versprochen, es wird auch gebastelt. Und ich gehe jetzt nochmal zurück auf diese Seite. Zu diesem Stempelset für 17 Euro sind hier einige Produkte, die Stampin' Up! Empfiehlt, sich dazu mitzubestellen, also als Neueinsteiger. Dazu gehören einmal ein Stempelblock. So einen Stempelblock bräuchte man natürlich, ganz klar, braucht man ja immer. Dann gibt es hier Stampin' Spots. Das sind kleine Stempelkissen. So sehen die aus. Ich habe hier nochmal beispielhaft nochmal ein altes in Sommerbiere, Wildleder. Die kann man normalerweise gar nicht einzeln kaufen, aber für diese Sache gibt es jetzt diese beiden Farben. Wildleder und Waldmoos. Und dann empfiehlt Stampin' Up! Dazu ein Päckchen Karten und Umschläge. Also da sind 10 Umschläge drin und es sind 10 vorgefalzte Karten mit dabei
Und ganz besonders interessant, es sind mit dabei Kartenaufleger. Liegen vor meiner Nase, ne? So, diese Kartenaufleger, die sind einmal hier mit dem Magnolienmotiv und auf der Rückseite ist ein helles, neutrales Muster. Und das zweite Modell ist dieses Motiv, auch wieder mit der Magnolie hier unten und hinten dann ein gestreiftes Design. Und ich habe damit natürlich gebastelt. So, das lege ich mal weg. Einmal diese Karte. Dann habe ich hier gleich die Rückseite der Karte verwendet. Und dann haben wir noch diese Karte und hier wieder die Rückseite. Und das zeige ich dir jetzt einmal, wie einfach das wirklich geht. Also, man nimmt sich zum Beispiel diese Karte. Und die ist schon so komplett vorgedruckt, dass da gar nicht mehr viel drauf muss, nämlich nur noch vielen Dank. Ich nehme jetzt hier mein Stempelkissen in Wildleder, weil ich habe das ja. Wie gesagt, Neukunden können sich die kleinen Spots dazu bestellen. Einfach einfärben. Bisschen aufpassen. Ich sehe das gerade. Wir haben ja im Moment sommerliche Temperaturen. Also wenn du dir das jetzt vielleicht im Winter anguckst, zufällig das Video, es ist jetzt wirklich sehr, sehr warm draußen und da sind die Stempelkissen immer ein bisschen saftiger, habe ich das Gefühl. Also vorsichtig einfärben. Und abstempeln. Dann einfach eine dieser Grußkarten nehmen, dieser vorgefertigten. Mein Falzbein. Und dann kann das schon aufgeklebt werden. Entweder hier mit dem Kleberoller, Snail oder mit dem Flüssigkleber. Was immer du jetzt da zu Hause hast. So, und dann ist die Karte natürlich wirklich rucki-zucki fertig. Schon mal. Dann zeige ich dir diese Karte noch mal. Das ist dann quasi die Rückseite von diesem Kärtchen. Ist fast zu schade, um das umzudrehen, ne? Aber einmal zum Zeigen muss jetzt so sein. Da stempel ich wieder dies vielen Dank. Das werden nämlich Dankekarten hier, 5 von für meine Kunden. Das stempel ich mir rein und dann kommt die zweite Farbe zum Einsatz, Waldmoos. Und dann nehme ich diese kleine Magnolie und stempel einfach so ein bisschen oben in die Ecke. So, auch das wird aufgeklebt. Hier kommt die große Magnolie zum Einsatz. Und die wird in Waldmoos hier an die Kante gestempelt. So. Und auch da kommt wieder vielen Dank drauf.
Und dann haben wir noch die letzte. Und die ist ja nun noch einfacher. Da wird jetzt nur noch vielen Dank drauf gestempelt. Muss ich einmal kurz meinen Stempel sauber machen. Das ist nämlich in Waldmoos aufgestempelt. So, und ruckizucki hat man hier seine Kärtchen fertig. Und dann hatte ich ja gesagt, es sind auch noch Umschläge dabei. Und hier bei der Broschüre, bei dem Beispiel, wurde hier jetzt noch eine Magnolie auf die Umschlaglasche gestempelt. Und das mache ich jetzt auch gleich nochmal. So, fertig. Das war also das erste Set. Wie gesagt, das Stempelset kostet 17 Euro. Jetzt muss ich mir in meine Broschüre gucken. Und die Karten und mehr Magnolienweg, also 10 der Grundkarten. Upsi. 10 dieser Karten und 10 passende Umschläge. Und natürlich die 10 Designblätter hier. Die kosten 12 Euro, ist also, finde ich, ein moderater Preis. Ne? Das kostet eine Karte praktisch 1,20 Euro. Das bezahlt man aber im Blumenladen auch, wenn man da so ein kleines Kärtchen für einen Blumenstrauß haben möchte. So, und dann habe ich noch eine Karte vorbereitet zu diesem Thema hier. Stampin' Up! Empfiehlt dazu Flamingo Rot und grüner Apfel. Die habe ich mir mal hier hergeholt. Und ich habe mir so eine Mini-Karte vorbereitet. Die lege ich ja meinen Kunden immer sehr, sehr gerne mit rein in die Bestellung. Jetzt muss ich mal einmal, jetzt ist hier alles durcheinander gewühlt. So. Die haben eine Größe von 7x7 cm. Die schneide ich mir ja immer selber zurecht. 14 cm breit, 7 cm hoch und dann knicke ich das, also es wird gefalzt in der Mitte. Wenn du schon mal bei mir bestellt hast, dann hast du mit Sicherheit schon eine solcher Karten schon mal bekommen von mir. Ich hatte sogar eine Kundin, oder ich habe eine Kundin, die hat mal geschrieben, sie sammelt meine Kärtchen alle auf der Fensterbank. Die hat dann schon eine ganze Galerie davon. Freut mich natürlich. So, also zu dem Stempelset. Hier sind diverse Sachen, diverse Motive sind da drin enthalten, 3 Sprüche. Ich habe hier das Grün genommen und diese 3 Elemente, die sind zusammengehörig und die sind genau ausgerichtet, dass sie hier oben auf die Stängel drauf passen. So, einfach mal mittig abstempeln. Und dann obendrauf die 3 Blumenkelche. Hier kann man das sehen, dass die zusammengehören. Also, dass die zusammen befestigt sind. So, und die kommen da einfach oben drauf. Und schon ist das Blümchen fertig. Und dann kommt einfach noch ein Spruch da drauf. Ich habe jetzt mich entschieden für dich. Auch aus dem Stempelset. Und das kommt hier oben in die Ecke und fertig. Ja, mal sehen, wer die als nächstes in seiner Bestellung hat. So, und das dritte Stempelset, wie gesagt, das habe ich jetzt noch nicht verwendet. Das ist dieses hier, ist zum Kolorieren gedacht, finde ich auch niedlich. Das kostet 25 Euro, das sind auch Gummistempel.
Das sind hier diese roten, die sind ja immer etwas teurer als die Klarsichtstempel. Dies hier kostet, Geburtstagsfeier heißt es, kostet 19 Euro. Und meine Magnolien 17 Euro. Richtet sich natürlich auch immer ein bisschen danach, wie viele Motive da drin sind. Ne? Also hier sind 6 drin, hier sind ja, 14 drin. Klar, dann ist es auch gleich doppelt, also es ist ja doppelt so viel drin. Und in diesem hier sind, in diesem sind auch 6 drin. So, das war's von mir. Ich hoffe, meine kleine Einführung in diese Broschüre Kreativität erleben hat dir gefallen. Falls du noch Fragen hast, dann melde dich gerne bei mir. Und ich beantworte dir alle deine Fragen. Das ist, wie gesagt, das ist wirklich eine Broschüre. Das sind Ideen für absolute Einsteiger. Und natürlich, das ist jetzt hier auch wirklich, wirklich simpel gemacht. Aber man darf eins nicht vergessen. Viele Bastler wollen gar nicht die riesen Karten basteln und das so unheimlich aufwendige Sachen machen, sondern die sind einfach damit zufrieden, wenn sie ein paar schöne Motive haben, wenn sie ein paar Kärtchen basteln können für ihren Hausgebrauch, und für die ist das gedacht. Und wie gesagt, wenn das hier dir nicht reicht, wenn dir das zu einfach ist, dann natürlich einfach nochmal den Magnoliengruß dazu bestellen, und da gibt es ja in der Produktreihe auch Bänder und Anhängerchen und so, da kann man das natürlich noch super weiter aufwerten und noch hochwertiger gestalten. Ja, das war's von mir. Falls mein Video dir gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal und aktiviere die kleine Glocke. Und ich sag wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.